Moin, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn. Eigentlich dürfte ich gar nicht Moin Moin sagen, weil ich bin in der Nähe von Freiburg im Breisgau und bin ja heute hier mit dem André und mit dem Rolf verabredet. Aber das Besondere ist, wo haben wir uns denn verabredet und mit wem? Und dann nehme ich euch jetzt mal mit. Ich will mal nicht zu viel verraten, vielleicht erkennt ihr es ja oder ihr könnt es erraten. Dann muss ich aber erstmal wieder meine Pocket drehen. Kleiner Moment. So, dann bin ich mal gespannt, wer von euch errät, wo wir uns jetzt hier gerade befinden. Wer möchte nicht aufs Video? Ja, ein Traum, ne? Also, normalerweise an der Handschrift, zumindest an der Begrünung, müsste man sofort erkennen, Brandl. Und wie heißt es hier, André? Scheune? Bahn in der Scheune. Die Bahn in der Scheune. Ach so, wer hat da gerade so nett gesprochen? Damit ihr sie wenigstens mal seht, ne? Meine beiden Lieblingspappnasen aus der Schweiz. Der Rolf und der André. Ja. Ja, wir sind hier heute verabredet und das ist aber eher Zufall. Und wir wollen uns hier ein bisschen mit der Technik beschäftigen. Und die Technik ist auch das Thema, was ich euch nachher mit nach Hause bringen werde. Aber dazu dann später mehr. Ich kriege momentan am MX Ulf nicht zum Laufen. Mhm. Dass ich momentan das Räder rein. Warum die Loks, kümmert ihr euch auch? Nee, ich nicht mehr. Ach so. Das geht nicht mehr. Ich bin eigentlich heute auch nur ausnahmsweise mal da, weil ich so ein paar Dinge noch machen muss. Normalerweise macht das der Henkel. Ich bin eigentlich tatsächlich hauptsächlich in der Entwicklung tätig. Das heißt, das war jetzt wegen André? Auch, ja, genau, weil okay. Wir uns mittendrin treffen wollten, ne? Weil ja. Ich brauche Partner. Ach, guck mal, was ist das denn? Jetzt müssen wir auch aufnehmen. Was ist das, ein Donut das, oder? Nee, das ist Ostern hier, das sind die typischen Hefe-Osterzöpfe oder Osterhasen, die das hier. Traumhaft schön. Im Schattenbahnhof eine Drehscheibe, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, für Fremo muss das sein. Ne? Abgefahren. Störe ich dich gerade, musst du hier lang? Nö, nur da hoch. Das ist ja echt spacey. Ja, das ist tatsächlich. Und wie oft warst du jetzt schon hier? Also du kennst die Anlage dann aus dem FF? Ich wohne hier. Nein, das stimmt nicht, ich wohnte hier. Im Moment wohnt er Helge hier. So, 18 habe ich wieder freigegeben und auch richtig polarisiert. Die hatten ja jetzt gerade verdreht gehabt, aber ist ja nicht das Problem. Das heißt, du schläfst nicht mehr hier, aber... Heute noch schläft Helge hier, ja. Okay. Wie viel Mann hast du in deinem Team? Ich habe selbst 3 und der Helge hat sich. Ist allein. Ach so. Ich bin ein Mann-Unternehmen. Ja. Ach so, der arbeitet mit dir, aber nicht für dich. Richtig. Okay. Oh, na, das kenne ich doch schon aus der Zeitschrift. Ja... Ich bin begeistert. Leute, Leute, Leute. Das ist Landschaft à la Brandl. Besser geht's halt nicht. An der Seite hast du auch ein paar Knöpfe, dass Aktionen ausgelöst werden. Ne? Stört euch das jetzt nicht? Nö. Weil das sind hauptsächlich Geräusche. Traumhaft schön. Ah, hier haben wir zum Beispiel was. Mühle. Gucken wir mal. Genau, da musst du jetzt ein klein bisschen zurückgehen. Nee, jetzt Richtung Kirche wieder. Und jetzt guckst du da rein und dann siehst du das Wasserrad. Ah. Guck mal, hätte ich nie gesehen, wenn der Helge mir nicht gesagt hätte, was. Traumhaft. Also, dann müssen wir nachher noch ordentlich die Werbetrommel rühren. Wobei, ist das überhaupt hier eine Schauanlage? Ja.
Die haben Besuchertage, ja, wo man sich dann anmelden muss. Und wollen die auch Besucher haben? Ja. Okay, also sprich nichts dagegen, wenn ich nachher ein bisschen Werbung mache. Es gibt offizielle Besuchertage, die in der... ich verlinke das dann. Auf der Homepage sind, beziehungsweise die machen auch solche Events, fahren nach Fahrplan für Gruppen. Okay. Na guck mal, das ja, können wir doch jetzt Uni genießen. Kann doch was dazu sagen, oder? Dann machen wir das so. Kein Problem. Ich habe mich nur gerade gesehen. Ist auch nur eine Druckaktion, ne? Hier der Kohlekran. Warte mal. Ah, jetzt. Ja, cool. Und dann gibt es auch zwei Suchspiele. Findet den Specht. Na, da. Das mute ich jetzt unseren YouTubern mal nicht zu. Allein die Gleisführung. Wir können natürlich auch gerne mal die Tag-Nacht-Steuerung mit anmachen. Das sieht nämlich auch ganz toll aus. Ich will euch jetzt hier im Ablauf nicht stören. Aber Thank you.
Aber vielleicht sollten wir mal mit Dieter noch fragen, ob man noch eine Aufnahme mit ihm machen, dass er noch ein bisschen was erzählt, oder? Ist vorbei. Na, ich glaube. Da kann man noch ein bisschen was über die Anlage erzählen, oder nicht? Ja, versuchen wir mal dazu zu hören. Musst du reinfingern. Jetzt fährt es ja vor von der Strecke. Was sagst du? Jetzt kannst du ja mal reindrehen. Sie ist ja vor von der Strecke. Ja, dann mach du das mal, weil ich kann nicht filmen und. Also, dann zeige ich euch jetzt hier große Premiere, zumindest für unsere Community. Liebe Freunde der gepflegten Eisenbahn, es gibt die Möglichkeit natürlich, die neue MacLean Mobile Station WLAN zu bestellen oder vielleicht auch mal was Professionelleres. Und dann seid ihr mit Lodicon mit Sicherheit auf der richtigen Seite. Farbiges Display und natürlich über das WLAN-Netz klar mit der Central Station 2 oder 3 natürlich verbindbar. Und der Rolf ist so lieb und tüdelt mal ein bisschen rum und dann gucken wir mal. Nimm mal den Regler bitte. Wo ist sie? Ist sie weg. Da haben wir sie noch. Da könnt ihr sie noch schnell sehen. Oh, jetzt sind wir wieder, halten hier schon wieder alles auf. Hier will jemand durch. Nee? Alles gut? Weg ist sie. Ja, aber das ist doch ein geiles Teil. Und wenn ich das richtig gelesen habe, bis zu 68 Funktionen, auch wenn es keine MacLean-Lok gibt mit so viel Funktionen, noch nicht. Und die kann man sogar sortieren. Na, guck mal, von hinten rechts, der Helge hat mal wieder was einfach so in den Raum geschmissen. Das war eine Tatsache. Ja, cooles Teil. Aber wenn, guck mal, jetzt haben wir schon mal das sagenhafte Glück, dass wir ja den Creator und den Entwickler und den Chief des Ganzen hier links an meiner Seite haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich habe bisher nur auf der Webseite einmal geguckt. Also ist überhaupt kein Problem. Central Station, CS2, CS3. Richtig, Echos. Das heißt, sie beherrscht dann, weil sie die Verbindung aufbaut, ist es auch egal, welches Protokoll das ist. Sie übernimmt das, sie kriegt das zurückgemeldet, was sie aus der CS2 oder 3 bekommt? Oder muss ich das hier einstellen? Nein, du musst im Netzwerk dann suchen. Also du gehst eben die Netzwerkeinstellung. Ja. Also wir haben hier, können wir mal hingehen in die Einstellung. Jetzt bin ich falsch. Einstellung, Netzwerk. Mhm. Da muss ich natürlich erstmal mein WLAN eingeben. Und wenn ich mein WLAN eingegeben habe und die Zentrale auch im gleichen Netzwerk ist, gehe ich hier auf Zentralen und dann kann ich hier auf Zentralen suchen gehen. Wir haben hier jetzt natürlich eine ganze Reihe von verschiedenen Zentralen drin. Ja. Und du siehst jetzt alles, was er noch findet. Ne? Also er findet hier zum Beispiel noch einen Shift Commander. Ja. Eine Z21 haben wir hier im Netzwerk mit dabei. Noch einen Shift Commander. Noch einen Shift Commander. Noch eine Z21. Und da taucht dann auch deine Zentrale auf. Ja, und dann kannst du die auswählen. Also wenn die Zentrale CS2 oder CS3 jetzt im Netzwerk wäre, dann würde sie das hier eben dementsprechend auch erkennen. Genau, dann würde er das hier auch erkennen. Ja? Und dann musst du die auswählen. Ne? Gehst du nochmal bitte hoch zu diesem Lodirektor? Da oben, genau. Da ist der Lodirektor. Da oben sehe ich dann die verbundenen Zentralen. Ich kann mich auch mit mehreren Zentralen gleichzeitig verbinden. Auch eine interessante Sache. Cool. Hier haben wir den Lodirektor, genau. Und jetzt gehen wir mal da rein. Und können wir jetzt zum Beispiel. Achso, die sympathische Stimme, die ihr da gerade hört, das ist natürlich die von Andreas Hornung. Entschuldigung, habe ich ja gar nicht gesagt. Genau. Wir zeigen auch gleich nochmal das nette Gesicht dazu. Aber erstmal hier. Lodirektor, das ist deine Zentrale? Genau, das ist unsere Zentrale. Okay. Können wir gleich mal zeigen, wie die hängt daneben. Ja.
Aber für unsere MacLean-Freunde und für meine Community ist das natürlich jetzt hier der absolute Oberkracher, weil das ist natürlich eine deutlich schönere und adäquatere Variante zur statt der Mobile Station WLAN. Na, weil farbiges Display, richtig nice, ist auch einhandfähig. Ja gut, ich denke, beide Geräte haben natürlich eine Downsize-Berechtigung und das Lodicon ist ja nicht nur explizit für, ja, wir haben es ausgeschaltet leider, das ausgemacht natürlich anschalten. Das Lodicon ist ja nicht explizit für MacLean, sondern nein. für ganz viele anderen Zentralen. Ja, eigentlich ja eher für dein System ja auch gedacht, in erster oder? Linie natürlich, klar, aber dann kam natürlich die Möglichkeit auch Lens mit dazu zu nehmen oder Loconet, Refrottle und die Protokolle, die es eben über Netzwerk gibt, weil es ist einfach mit ihm diese Protokolle dann auch umzusetzen. Ne? Gehen wir mal in die Einstellung, Gerät, Bildschirm, Ausrichtung, machen hier auf Auto, dann gehen wir wieder raus, jetzt müssen wir einen Moment warten, ich hoffe, dass jetzt auch klappt, zack, ja. Und dann dreht er sich. Ja, Leute, das ist doch geil. Die Lok-Auswahl, ja, das ist schon eine cool. coole Sache. Wenn da jetzt Lokbilder drin sind, ja. würde er jetzt die Lokbilder aus der CS2 übernehmen oder muss ich die Lokbilder hier separat einspielen? Im Moment muss ich die noch separat einspielen, aber wir arbeiten dran, okay. dass es aus der Echos wie auch aus der CS dann automatisch wieder kommt. Aha, ja toll. Ja. Ist das deine Home-Taste da mit dem Haus? Genau, das ist die Home-Taste, ja. da komme ich immer wieder zurück. Ja. Okay. Kann ihn auch ausschauen. Andreas, ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für diese kurze Erklärung. Ja, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn, das war also ein Einblick in unser Treffen, was ich mit dem guten André, dem Rolf und natürlich auch dem Andreas Hornung und nicht zu vergessen, ihr habt es vielleicht gesehen im Video, auch ganz kurz, ich durfte, hatte auch das Vergnügen, so will ich es mal ausdrücken, Weichenwalter, also Walter Völklein, kennenzulernen, der da dementsprechend auch zum Team mitgehört und schwer am Basteln ist, Herzstücke polarisieren etc. etc. Na, wenn es einen Weichenspezialist gibt, dann ja, Weichenwalter. Also von daher, ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Eindrücke vermitteln von dieser traumhaft schönen Anlage made by Josef Brandl. Ich bin schon seit Jahren, also meine ersten Brandl-Zeitschriften und Bücher habe ich mir, glaube ich, 2002, 2003, als ich gerade in meiner Hochschaffensphase damals von meinen Anlagen war, Altenburg 1, Altenburg 2, Altenburg 3, und war da schon riesiger Brandl-Fan. Damals gab es so eine Serie, eine Zeitschriftenserie, Traumanlagen mit Josef Brandl und Supermodellanlagen, damals vom Eisenbahnjournal. Ich habe damals alle Hefte gekauft bzw. abonniert. Hab noch ein paar davon und ja, so bin ich großer Fan von Josef Brandl geworden und das war für mich und ist es heute noch das Maß aller Dinge. Wobei wir, wenn wir ganz ehrlich sind, wir ja auf YouTube auch schon so den einen oder anderen Künstler haben, der da definitiv sich nicht verstecken muss und mindestens genauso gut ist wie der Brandl, wenn ich da an den Kunstmichi denke. Oder für andere, die sagen, ja, Brandl ist natürlich, was er da macht, auch wahnsinnig teuer. Da ist MacLean of Sweden, ist ja auch ein tolles Beispiel, der wirklich aus, ich hätte beinahe gesagt, scheiße Gold macht, aber ist ja auch Traum. Also das ist ja das Schöne an dieser riesigen YouTube-Gemeinde, dass wir natürlich da mittlerweile auch viele tolle Vorbilder haben, die es machen. Und Josef Brandl gibt's ja nicht auf YouTube, zumal ich jetzt gehört habe, hat er, glaube ich, auch aufgehört. Also da wird es dem dann keine neuen Werke mehr geben. Umso schöner war natürlich für mich das Erlebnis von dieser Höllentalbahn. Und wie gesagt, es ist ja eine Schauanlage. Ich muss euch aber fairerweise dazu sagen, ich habe natürlich auch mit den Betreibern und mit den Besitzern, das gehört ja alles zur Bertelsmann Stiftung und von dem Dieter Bertelsmann. Und den durfte ich auch kennenlernen. Ganz sympathische Rentnertruppe, hätte ich beinahe gesagt. Drei Herren, so wie ich das mitbekommen habe, die da wirklich aktiv zusammen gestalten und arbeiten und alles organisieren. Und natürlich gibt es da auch eine Webseite, die ich euch natürlich verlinke. Ich habe sie im Film ja auch schon einmal kurz eingeblendet. Ich kann euch, muss euch aber leider sagen, im Moment sind keine Schautage geplant, weil wie gesagt, die Anlage wurde ja technisch komplett umgewandelt von dieser alten Technik, die sie vor 10 Jahren oder sowas hatte, als sie fertiggestellt wurde, ist da ja jetzt der Andreas Hornung mit seinem Lodi-System komplett vertreten und das wird jetzt gerade alles eingerichtet. Die Betreiber haben mir aber gesagt, dass sie planen, dass es vor den großen Sommerferien
fertig sein soll, sodass dann dementsprechend dort dann auch wieder die Schautage dann da sind und dann könnt ihr diese traumhaft schöne Anlage auch euch selber anschauen, wenn ihr dort in der Nähe seid. Wie gesagt, das ist in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Ich glaube, das nennt sich, der Ort heißt ganz genau Ehrenkirchen Offnerdingen oder Offnerding. Ja, für mich waren es fast 800 Kilometer hier von Geesthacht, von Hamburg. Aber letztendlich, ich bin da natürlich nicht hingefahren, weil ich mir unbedingt diese Anlage anschauen wollte. Wäre natürlich eine Reise wert gewesen, aber das Hauptthema war natürlich, weil ich mich mit André und Rolf getroffen habe. Und wir uns normalerweise, wenn wir so ein bisschen, er kriegt ja Ware von uns, wir kriegen Ware von ihm, unter anderem ja unsere AC-Doppellitze, die ich ja mitgebracht habe, auch von diesem Termin, deswegen war das war eigentlich das Wichtigste für mich und letztendlich auch für euch, da wir da ja schon 65 oder knapp, es waren zum Schluss sogar 73 Reservierungen, die wir schon offen hatten. Und dann war das natürlich schön, weil ich habe 300 Kabelrollen mitgebracht. Und ich habe natürlich auch 300 Magnetkupplungen mitgebracht, die allerdings, jetzt wo ich das Video hier drehe, beziehungsweise den zweiten Teil, schon wieder auf Null sind. Ich kann euch aber beruhigen, wir haben die Magnetkupplung, die stromführenden vom Video letzter Woche, habe ich nachbestellt, nachgeordert. André hat mir versprochen, dass er versucht, sie schnell auf den Weg zu bringen, sodass ich mal davon ausgehe, dass sie vielleicht Ende nächster Woche bei uns eingetroffen sind. Also von daher, ihr dürft gerne weiter bestellen. Ist überhaupt gar kein Thema, wie gesagt, ich schätze mal so 7 bis maximal 10 Tage, dann sind die bei uns. Ja, das war das eine, was ich euch sagen wollte. Und natürlich, warum haben wir uns da getroffen? Weil André und der Rolf nämlich einen Termin eigentlich mit dem Andreas Hornung von Logstore Digital hatten. Und die sind total begeistert von dem System, vor allen Dingen der Rolf, der sich da schon ein bisschen intensiver mit auseinandergesetzt hat. Und hat mir nur so in kurzen Worten so ein bisschen was erzählt. Der André vorher am Telefon, habe ich gesagt, alles klar, wenn ihr da sowieso hinfahrt und euch mit ihm da trefft, dann können wir das ja gemeinsam verbinden. Und dann beiß ich halt in den sauren Apfel und fahre die 800 Kilometer, weil für mich waren es dann, Google sagte 8 Stunden, habe ich Gottlob nicht gebraucht, es waren für mich nur 6. Weil ich gut durchgekommen bin und auch relativ flott fahren konnte, das hat also alles gepasst. Aber für die war es natürlich deutlich weniger. Die sind irgendwie nur 2,5. Das ist ja, da dauert es ja nicht mehr. Also da, wo wir uns getroffen haben, da sind es ja, glaube ich, nur noch 50 Kilometer bis zur Grenze Basel. Ja, und dann den Rest. Also für die war das natürlich ein lockeres Event. Aber es hat sich natürlich gelohnt, zumal wir uns immer riesig aufeinander freuen und natürlich viel gequatscht haben. Und anschließend waren wir natürlich auch noch schön essen. Und haben da noch viel gequatscht. Zumindest der André, der Rolf und ich. Aber wir haben natürlich auch die Chance dann genutzt und ich wollte die nutzen, mich mit Andreas Hornung da ein bisschen länger drüber zu unterhalten und mir das System auch genau anzuschauen. Ich habe viel mehr mit dem Andreas natürlich noch gesprochen und habe mir da auch da die Technik zeigen lassen. Seid mir bitte nicht böse, ich habe dann irgendwann vergessen, weil es so spannend war, die Kamera immer einzuschalten. Und wenn man dann so selber die ganze Zeit im Flow ist und Fragen stellt oder so, ja, dann ist dann nebenbei auch immer noch Film, war dann ein bisschen nervig. Ich verspreche euch aber, es wird zu dem Thema Lodi-System von Logstore Digital, also von Andreas Hornung, wird es mehr demnächst hier geben. Wir werden auch die Produkte sukzessive aufnehmen. Wir werden wahrscheinlich jetzt Ende März, Anfang April damit starten, das ein oder andere schon aufzunehmen, wie zum Beispiel Lodicon, weil Lodicon, das ist dieses kleine tolle Handgerät auf WLAN-Basis, was ich euch ja im Video schon gezeigt habe, eben auch kompatibel ist im WLAN-Netz mit einer CS2, mit einer CS3. Traumhaft genial, das Gerät. Und der ein oder andere kennt vielleicht den Andreas Hornung zumindest oder die Firma, wo er früher war und wo er auch der ausschlaggebende Punkt, nämlich der Techniker war. Das war nämlich LS Digital mit diesen Yukon-Produkten. Und die haben sich aber irgendwie aufgelöst und LS Digital wird ja jetzt auch nicht mehr direkt vertrieben, sondern wurde von Bühler übernommen, ähnlich wie Litvinsky. Und ja, der Andreas Hornung hat sich dann selbstständig gemacht vor einigen Jahren schon. Und ich muss auch fairerweise dazu sagen, also der gute Mann, der ist auch viel unterwegs. Also der macht nicht nur unter anderem jetzt die Bahn in der Scheune, sondern zum Beispiel auch bei uns hier oben, die traumhaft schöne Schauanlage, Modellbahnzauber in Friedrichstadt, läuft auch komplett mit iTrain und seinem Lodi-System. Also mit dem Lodi-Rektor, mit dem Lodi-Booster und alles eben auch über diesen Yukon-Bus. Und ich muss schon sagen, das ist wirklich ein geniales System.
Also gerade für die Zweileiterfahrer, die sich auch auf DCC und Railcom fokussiert haben, da würde ich jetzt mal so salopp behaupten, die kommen ja an dem Lodi-System fast gar nicht mehr vorbei, weil natürlich alles Railcom-fähig, die Booster, die Rückmeldung und, was auch genial ist, das habe ich auch in der Scheune dort selbst live erlebt, in Verbindung mit iTrain, dort mit den Gleisbesetzmeldern bzw. mit den Rückmeldemodulen vom Lodi-System, selbst die Kurzschlusserkennung, also dann wurde sogar in iTrain direkt im Gleisplan angezeigt, wo gerade ein Kurzschluss aufgetreten ist, das blinkte auf und die Leute konnten direkt vor Ort dann hingehen und sagen, ah, alles klar, da ist das Problem. Natürlich gilt das Ganze auch für Dreileiterfahrer, also für uns Puco-Küsser. Wir können dieses System natürlich auch verwenden und dann bräuchten wir keine CS3, sondern dann würde ich auch immer empfehlen, das komplette Lodi-System zu nehmen. Bloß dann habt ihr natürlich nicht die Railcom-Fähigkeit, sofern ihr überwiegend MacLean-Loks habt, weil die ja nicht Railcom-fähig sind bzw. nicht das Railcom-Protokoll haben. Aber seine Technik, die hat auch seine Rückmeldekontakte und dennoch mit der Kurzschlusserkennung oder eben Rückmeldekontakte, also die, da ist nicht nur eine Schattenbelegsmeldung über die S88-Module sozusagen, dass da eine Lok ist, sondern wenn sie eben Railcom-fähig ist, welche Lok da auch noch ist. Also das ist schon genial und die Zusammenarbeit und dieses komplette Lodi-System ist eigentlich auch speziell für die gemacht, die eigentlich mit PC-Steuerung fahren wollen. Das heißt, perfekte Anbindung natürlich iTrain, WinDigiPad, Train-Controller. Also das ganze Lodi-System lässt sich da perfekt mit jeder Software verbinden. Wirklich top. Also das bleibt spannend und ich verspreche euch, ich werde da weiter drüber berichten und werde auch das ein oder andere Feature mal machen. Und auch wenn ich drüben in der Schweiz bin, wenn ich André und Rolf wieder besuche, weil die haben das jetzt schon aufgenommen und sind begeistert, dann werde ich euch da das ein oder andere zeigen. Und wer sich für dieses Lodi-System entscheidet, gibt es wirklich alles. Auch selbst Log-Einmessen gibt es auch ein tolles Tool, auch vom Lodi-System, nämlich TrainSpeed. Womit man auch die Loks perfekt und schnell ein, aber nicht nur eben die Loks, sondern selbst K-System, andere Fahrzeuge, also alles, was fährt, kann man im Prinzip damit einmessen. Perfekt, also wirklich toll. Das wollte ich euch dazu sagen. Ja, und dann würde ich sagen, das war's dann auch. Und ich hoffe, euch hat das Video, obwohl es diesmal ein ganz anderes Thema war, trotzdem gefallen. Wenn dem so sein sollte, Leute, wir sind so, ich glaube, bei 9.400 Abonnenten, würde natürlich echt uns riesig freuen, wenn wir es tatsächlich schaffen, in den nächsten Monaten auch die 10.000er Abonnenten zu knacken. Also, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, bitte, ihr habt jetzt die Gelegenheit, tut es. Und wenn ihr nichts versäumen wollt und weiterhin solche spannenden Videos oder abwechslungsreichen Videos wie entweder, das war heute mal wieder Meise on Tour oder aber auch in unserem Modelleisenbahnlexikon oder MOBA Highlights oder Neuheitenvorstellung. Wenn ihr all das nicht verpassen wollt, nicht nur abonnieren, sondern bitte dran denken, weil nur das Abonnieren alleine bringt gar nicht so viel. Das Entscheidende ist, dass ihr dann dieses Glöckchen alle, da gibt's ja drei verschiedene personalisierte oder so, ihr müsst oben an alle und dann bekommt ihr tatsächlich jedes Mal das auch vorne auf eurer Startseite eingespielt und empfohlen als Film, wenn wir was Neues hochladen. Naja, und was ich auch noch erwähnen möchte ist, denkt dran, wir haben auf unserem Kanal nicht nur hier die Filme, sondern auch eine sogenannte Community, wo wir regelmäßig auch Umfragen machen, wo ich euch etwas frage, wo ihr Chance habt zu reagieren, wo ich auch manchmal Angebote präsentiere oder so. Also schaut auch bitte da rein, aber das kriegt ihr eben auch nur mit, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Also, dann soll es das jetzt tatsächlich gewesen sein. Ich bedanke mich, wie immer natürlich, bei euch für die oder eure geschätzte Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bleibt munter, tut nichts, was wir nicht auch machen würden. Wir sehen uns hoffentlich demnächst. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Bis dann. Ciao. Euer Meise.